Boing und willkommen zurück zu Mario Party 2. Für Leute, die mein MK8-Video nicht gesehen haben, erstmal, ja, ich bin heiser. Zweitens, werden die Parts hier maximal 10 Minuten lang. Wirklich maximal. Hatte vorhin einen Grund, ich bin mitten im Umzug. Ich stecke wirklich mittendrin währenddessen. Ich sorge einfach nur dafür, dass Emily jeden Tag hier trotzdem was kommt und die mich nicht vergessen tut. Entschuldigt bitte, ja, dass die Parts so kurz sind. Aber dafür habt ihr dann hoffentlich trotzdem jeden Tag ein Video. Es wird sich dann abwechseln mit, TCG, mit, oh mein Gott, mit Twitcher Germany, mit, Mario Wonders, weiß ich noch nicht, ob ich schaffe überhaupt auf den Mario Bros. Wonders, werde ich vielleicht ein Part schaffen oder zwei. Ich werde heute im Stream nochmal ein bisschen auf was reacten, damit einfach jeden Tag ein bisschen Videos da sind, so 20 Runden müssen lang wieder. Keine Ahnung, warum ich heißer bin. Kann ich euch leider nicht sagen. Ich bin nicht erkältet oder so, sondern ich habe einfach nur... einfach keine Stimme. Ist einfach so, ja, Stimme ist weg, fick dich. Ja, okay. Aber es ist Mysteryland. Wir haben auch noch wirklich noch Mysteryland, Horrorland vor uns und dann nur das Bowserland. Ist ja gar nicht mehr so viel, um das Spiel durchzuspielen. Geht also eigentlich recht klar. Ich glaube, diese Welt habe ich damals nie gespielt als Kind. So. Und ja, wie gesagt, gucken wir mal. Deswegen die Videos mit Wolle. Also, ich gucke euch den MK8-Part an, da wird uns nochmal genau erzählt. Ich sage hier auch nochmal. Mark hat 8. Das ist schon mit Wolle. Wird es erstmal nicht geben, weil wir dann bis zum 11. auf jeden Fall schon mal nicht aufnehmen können. Bis zum 11.12. Oh, erster Land, nice. Den 1.12. wenn wir leider nicht aufnehmen können. Bis zum 11.12. 11.12. 11.12. 11.12. Ich hoffe, ich das noch sage. 11.12. Ja. Deswegen, entschuldigt das bitte. Bip, bip, bip. So, ich habe diese Map, glaube ich, noch nie gespielt als Kind. Da weiß ich gar nicht, was abgeht. Mal gucken. Aber wir werden schon rausfinden, wie das Ganze hier funktioniert. Ich finde es schade, dass Mario Party Superstars so wenig von den guten Maps hat hier, ne? Bin ich ehrlich. Ist ärgerlich, ist das. So. Here we go. Auch direkt Geld bezahlen hier an den Arschlöchern. Das ist auch, ist auch gemein. Auch sehr gemein. Wir hatten das eigentlich einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es einfach nochmal. Weil sonst werde ich die Parts nie gefühlt kriegen, wenn wir wahrscheinlich ein doppeltes erzählen müssen. Wehe. Oh mein Gott. Das ist gerade herzlich rausgerutscht. Wir hatten letztens, was heißt letztens? So Polaris hatten, waren ja Lena, also Lena Vanille, Johnny, Spielenator Tim, Ulti Sean und so weiter und so fort bei mir. Und wir hatten dann bei mir ein bisschen was getrunken und auch Caps gegessen und Currywurst Pommes und so. Beziehungsweise nicht alle haben Currywurst gegessen, ne? Ich habe auch, doch, es gab schon Currywurst Pommes für alle, aber es gab halt auch vegane Wurst, weil natürlich auch welche Vegetarier bei uns waren. Das schaffe ich doch nie im Leben, das kann ich doch damals schon nicht. Ja, ach, scheiße! Ich bin so der falsche Controller, Alter! Dann wäre ich ja jetzt, ja, Moment. Ich benutze gar nicht den Dingscontroller, benutze ich gar nicht. Jetzt werde ich jetzt richtig verkacken, weil ich nicht weiß, welche Knöpfe ich drücken muss. Stop. Welche beiden muss ich denn drücken? Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, welche beiden ich drücken muss. Ich habe vergessen, den N64-Controller anzuschließen. Oh Mann. Oh Mann. Scheiße. Giftreise Reihenfolge ändern. Shit. Fuck. Oh, ärgerlich. Und dann haben wir Mario Party, haben wir denn hier alles auf CPUs gestellt. Auf schwere CPUs. Und haben dann einfach auf, weil wir waren ja mehrere Leute, wir wollten einfach was spielen, so finden Mario Party mal ein gutes Trinkspiel. Und haben wir einfach auf die jeweiligen Charaktere gewettet. Das war cool. Das war wirklich cool. Wir haben einfach gesagt, okay,
du spielst den, also ne, ich werde auf Luigi, du wirst auf Mario, ich auf Donkey Kong, du auf Wario und so. Dann hat jeder halt auf einen Charakter gewettet. Und wenn halt dein Charakter verloren hat, musstest du halt was trinken. Deine Person, also dein Charakter, kommt auf ein rotes Feld, du musst einen trinken. Ein anderer Charakter kriegt einen Stern. Du musst einen trinken. Also es war schon, eigentlich, genau, du hast eine 1 gewürfelt, du musst einen trinken. Du hast eine 10 gewürfelt, du musst einen trinken. Eigentlich gingst du doch, um sich zu besaufen, gottlos. Boah, aber, ja. Ihr wisst, was ich meine. War auf jeden Fall ein sehr witziger Abend. Silvester wird wahrscheinlich auch bei mir gefeiert, denn in der neuen Wohnung, neuem Haus oder was weiß ich. Ist ja ein Haus, aber es ist ja, ihr wisst, ich will nicht, wie das heißt, ich gebe an oder so. Lena kommt auf jeden Fall mit ihrem Freund. Tesi ist dabei. Stimmt, Tesi war letztes Mal auch mit. Tesi ist dabei. Ja, wir gucken. Also Johnny hat leider abgesagt und so. Wir gucken mal, ob vielleicht noch jemand kommen will. Aber sonst sind es halt nur wir vier zur Not. Ist ja auch nicht das größte Problem jetzt, ne? Ich glaube, dass man auch zu viert Spaß haben kann. Kann man wissen, mal auch mal spielen, statt Dingens, ne? Statt drauf zu wetten. So, jetzt aber. Bewegen, links, rechts, wiederholt. Das kriege ich ja wohl hin. Nein, ich wollte nicht practicen. Alter, ich mache aber auch alles um euch, die scheiße... Nee, nein, quit practice. Drück R. Spamme R. Bam. Jetzt bin ich ganz links. Hey, ich hab A gespammt, du Wichser! Oh mein Gott, Ich hätte mal doch practicen sollen. Ich werde das so verlieren. Die Mystery World. Oh, fick mein Leben, Alter. Nie Glück. Bip, bip. Nun ja. So, eine 5. Ist okay. Wo ist denn der Stern überhaupt? Ich hab null geachtet, wo darauf der Stern. Kann ich mich nur damit weiter bewegen? Ja, ne? Ah, ich verstehe. Nee, ich verstehe. Ich kann wahrscheinlich nur mit diesem Feld. Ich habe die Map noch nie gespielt, glaube ich, als Kind. Ich glaube, die waren immer so schwer oder so. Die haben wir halt nie gemacht. Wir haben halt, glaube ich, immer die Zugmap gespielt oder so. Da waren halt dumme Kinder, ne? Darfst du halt nicht vergessen. So. Louis, dann zeig, was du kannst. Ah, ich brauche wahrscheinlich einen Schlüssel, um da vorne hochzukommen, ne? Oder ich muss was bezahlen. Entweder brauche ich einen Schlüssel oder ich muss was bezahlen. Fahren wir mal. Das kriegen wir es aber doch wohl hin, oder? Ah ja, wuhu. Stimmt, ich kann wuhu machen. Ah, weiße Flagge, B, rote Flagge. Das werde ich jetzt ja wohl hinkriegen, oder? Wenn ich das Spiel gewinne? Hoffentlich. B. B. Dankeschön. Keine Ahnung, warum ich heiser bin und warum ich Husten habe, ne? Ich bin eigentlich null erkältet. Ich kann vielleicht aufs Sofa pennen mit offenen... Na, du Wichser! Ich kann das nicht mehr. Ich bin einfach zu dumm für Mario Party mittlerweile. Ich glaube das nicht. Ich werd diese Runde so verlieren. Aber ich habe keine Zeit, um neu aufzunehmen. Ihr müsst mit durch jetzt. Da müssen wir durch. Da müssen wir jetzt durch. Ich sag, Donkey macht das. Beide verkackt. Gibt's ja nicht. Na, immerhin ein Draw. Na, immerhin. Das ist okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich ja wohl leben. Alle verkackt. Mein Lieben, wie ich vorhin schon sagte, war's das für heute. Ja, 10 Minuten müssen wir jetzt einfach mit klarkommen. Wie gesagt, ich entschuldige nochmal, ist das aktuell Vorproduzieren zwecks meines Umzugs. Das Reinschauen, danke fürs Dabeisein, ich wünsche einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Mario Party, bis dann und ciao. Habt euch lieb.
Lass gerne Daumen nach oben da. Kuss, Kuss auf die Nuss.